Herzlich willkommen. Und da können wir jetzt irgendwie einsetzen und auch darüber sprechen, wenn es nicht der Einzelpatient ist, sondern wenn es tatsächlich, wie auch von Herrn Mühlenhof eben angesprochen, im Zivilschutzfall eben sich um einen Massenanfall von Verletzten handelt. Wie wird die Patientenversorgung im Krankenhaus eben dann sichergestellt? Ja, unsere Krankenhäuser, die spielen ja eine tragende Rolle, sowohl bei der Alltagsversorgung von Patienten, aber darüber hinaus eben auch bei der Bewältigung von Großschadensereignissen und Katastrophen bis hin zur Versorgung von Opfern aus dem Zivilschutzfall. Unsere Krankenhäuser gehören zu den kritischen Infrastrukturen und das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung, dass ein akuter Ausfall eben eines Krankenhauses oder vielleicht auch mehrerer Krankenhäuser eine erhebliche Gefährdung des Gemeinwesens oder auch nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe nach sich ziehen könnte. Der Massenanfall von Verletzten kann sehr schnell zu einem Kapazitätsproblem in den Krankenhäusern führen, weil einer Vielzahl von zum Teil schwer verletzten Patienten ein Mangel an Personal, Material und gegebenenfalls auch Räumen zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, dass Krankenhäuser sich auf bestimmte Schadenslagen vorbereiten, damit sie Extremsituationen gut managen können, gut abarbeiten können. Wir empfehlen, oder dazu gehört die Vorbereitung der Krankenhäuser mittels eines Krankenhausalarm- und Einsatzplans, der möglichst reibungsarme Abläufe innerhalb der Krankenhäuser, aber auch in der Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen der Gefahrenabwehr ermöglicht. Also gerade dieser Krankenhaus-Alarm- und Einsatzplan, ich erinnere mich, das BBK arbeitet ja daran mit, ist auch in der, sagen wir, heißen Phase auch der Coronavirus-Krise schon in einer vorläufigen Fassung erschienen. Und wann wird denn so ein Krankenhaus-Einsatz- und Alarm- und Einsatzplan auch wieder so ein schönes Wort, aber ich benutze nicht die Abkürzung, weil das ist dann irgendwie noch unverständlicher. Wann wird das denn irgendwie aktiviert? Ja, wir benutzen gerne die Abkürzung CAP, KAEP, Krankenhausalarm- und Ja. Einsatzplan, weil das Wort natürlich selber sehr lang ist. Aber das muss man dann eben auch gut kennen. Und in unseren Fachkreisen unterhalten wir uns dann auch sehr gerne eben mit dieser Abkürzung. Die ist inzwischen auch in vieler Munde, aber eben noch nicht in allen. Insofern werde ich mich jetzt auch bemühen, während unseres Gespräches die Krankenhausalarm- und Einsatzplanung immer Genau. und möglichst fehlerfrei Ja, auszusprechen. wann Ja, wird sie aktiviert wann und wird was ist der? unsere Rolle auch beim Genau. BBK? Also der Krankenhausalarm- und Einsatzplan wird immer dann aktiviert, wenn es zu einer Beeinträchtigung oder auch zu einem kompletten Ausfall einer oder mehrerer Infrastrukturen in der Klinik gekommen ist. Das kann zum Beispiel ein Stromausfall sein, das kann aber auch ein IT-Ausfall sein. Nicht nur das Patientenmanagement läuft inzwischen in den Krankenhäusern über Computer und IT, sondern sämtliche medizinische Diagnosegeräte, zum Beispiel Röntgen, CT, ist alles IT-gesteuert und ein Ausfall dieses IT-Systems würde zu einer Beeinträchtigung dieser Funktionen führen. Aber eben auch der Massenanfall von Verletzten, das Missverhältnis zwischen der Anzahl der zu versorgenden Patienten und der zur Verfügung stehenden Ressourcen, würde dazu führen, dass ein Krankenhausalarm- und Einsatzplan aktiviert werden muss. Die nächste Frage bezog sich auf unser Handbuch. Wir haben im Jahr 2008 ein Leitfaden Krankenhausalarmplanung veröffentlicht, dessen Herausgeber der Detlef Schwozinski aus Berlin ist. Den haben wir damals 2000 Kliniken in Deutschland, damals hatten wir noch 2000 Kliniken zur Verfügung gestellt. Und der ist auch sehr gut angenommen worden, noch mal mehr als es zu den Ereignissen, zum Beispiel Terroranschläge in Paris und in Brüssel kam. Wir haben uns entschieden, nachdem die erste Auflage vergriffen war, diesen Leitfaden nicht zu aktualisieren, sondern etwas Neues zu machen. Wir arbeiten seit einigen Jahren an einem Handbuch Krankenhausalarm- und Einsatzplanung.
Dieses Handbuch befindet sich inzwischen im Layout und wir hoffen es, dass wir es in einigen Wochen veröffentlichen können. Wir haben nicht alleine an diesem Handbuch gearbeitet, sondern zusammen mit der DAKEP, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Krankenhauseinsatzplanung, und der DGU, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Darüber hinaus hatten wir Vertreter vom Bundesministerium Gesundheit und auch Vertreter einiger Bundesländer mit im Boot, der Bundesländer Bayern, Hessen und Hamburg, und weitere Experten aus medizinischen Fachgesellschaften, nämlich der DGAI, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, und der DGINA, der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, haben ebenfalls, ich muss auch ein bisschen auf meinen Zettel gucken, weil die... Nein, dass Sie das nicht auswendig können. Ich habe jetzt nur gerade irgendwie an unsere armen Gebärdendolmetscher gedacht, irgendwie, die das alles jetzt auch noch irgendwie übersetzen müssen. Deswegen ruhig, langsam ablesen. Ich glaube, dann kommen wir besser mit. Die haben ebenfalls an dem Handbuch mitgearbeitet und so freuen wir uns natürlich, dass wir in einigen Wochen den Krankenhäusern, aber auch anderen Verantwortlichen und Interessierten ein Handbuch präsentieren können, was voller fachlicher Expertise ist. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich da auch drauf, weil es wird schon viel nachgefragt, seit eben diese vorläufige Veröffentlichung schon auf der Webseite des BBK ist. Und ich glaube, dass das ist auch sehr, sehr sehnsüchtig auch in Fachkreisen erwartet wird. Das heißt, die Veröffentlichung ist jetzt auch, wenn Sie sagen, es ist schon im Layout, kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern, nach meiner Erfahrung. Und die Verteilung jetzt direkt mal auch an alle Fachleute, die uns jetzt zuhören, wird das übers BBK gehen oder wird es eine andere Art Verteilung geben? Weil das kann ja wahrscheinlich irgendwie auch nur den Fachleuten überreicht werden. Also das ist ja kein Massenprodukt, das sich jeder, der sich dafür interessiert, mal eben bestellen kann. Wir planen schon, die elektronische Version als Download auf der BBK-Homepage zur Verfügung zu stellen. Das wird auch der hauptsächliche Vertreibungsweg oder Verbreitungsweg sein. Wir werden zusätzlich einige Exemplare drucken, die wir zum Beispiel an unserer Akademie, an der AKNZ, für die Seminare, die wir mit Veröffentlichung des Handbuchs planen, wieder aufzunehmen, Seminare zur Krankenhausalarm- und Einsatzplanung. Für diese Seminare werden wir einige Druckexemplare haben. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Also über die Akademie und ihr Angebot werden wir gleich noch was hören, nicht speziell jetzt zu den geplanten Seminaren, aber grundsätzlich, wofür unsere Akademie steht und wen sie unterrichtet. Aber vorher haben wir natürlich auch noch ein paar andere Gäste hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Auch das wäre wieder ein Thema, das man mal vertiefen kann. Ja. Vielleicht wird sich das anbieten, wenn das Krankenhausalarm- und Einsatzplanung raus ist, dass wir da mal was Spezielles zu machen. Ehe ich Sie aber gehen lasse. Lassen Sie mich bitte noch einen. Bitte, ja. Ich möchte noch einen Aspekt erwähnen, denn die Krankenhausalarm- und Einsatzplanung liegt originär nicht im alleinigen Zuständigkeitsbereich des BBKs, sondern liegt in Verantwortung der Bundesländer und ist dementsprechend in unterschiedlichen Landesgesetzen, Katastrophenschutzgesetzen, aber auch Landeskrankenhausgesetzen geregelt. Warum engagiert sich das BBK in diesem Bereich so? Wir sind natürlich an einer möglichst bundeseinheitlichen Krankenhausalarm- und Einsatzplanung interessiert, weil wir diese für unseren Zivilschutz Zivilschutzfall sind wir auf diese bundeseinheitlichen Regelungen angewiesen. Deswegen engagieren wir uns in dem Bereich und nehmen aber natürlich die Verantwortlichen aus Krankenhäusern und aus den Bundesländern bei unseren Planungen und Ausbildungen auch mit. Es ist ja auch, wie Sie eben aufgezählt haben, eine sehr beachtliche Anzahl an Partnern mit im Boot, die, glaube ich, schon Bundes- und Landesebene Interessen, auch Fachverbände mit irgendwie integrieren in das Endergebnis, was wir dann nachher haben werden. Und ich glaube, dass da eben auch alle sehr gespannt drauf sind. Deswegen vielen Dank noch für die Erläuterung.
noch ein, jetzt noch eine Gelegenheit, noch etwas zu sagen, ehe ich zu einer Zuschauerfrage komme? Ja, also wir freuen uns natürlich gerade mit den medizinischen Fachgesellschaften, die Profis mit im Boot zu haben in der Erstellung des Handbuches, die tagtäglich mit Patienten in den Krankenhäusern arbeiten und die natürlich auch tagtäglich mit speziellen Schadenslagen in den Krankenhäusern umgehen müssen. Und diese Fachexpertise damit beizuhaben, das ist für uns natürlich ein sehr, sehr großer Gewinn. Ja. Dann danken wir schon mal allen, die mit dabei sind. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die kam auch von Jens von den Berken. Er fragt, warum gibt es keinen verbindlichen Sichtungsalgorithmus für Betreuungseinsätze? Es gibt die Publikation von J. Schreiber, mir nicht bekannt, Ihnen wahrscheinlich, aber sonst recht wenig. Können Sie dazu was sagen aus Sicht des BBK? Ja, die Betreuung gehört eigentlich in mein Nachbarreferat zu dem Herrn Mühlenhof. Dann frage ich den jetzt. Ja, die Sichtung, ich werde auf den Bereich oder auf den Themenbereich Sichtung angesprochen, weil in meinem Referat der Konsensprozess zur Sichtung verortet ist, der seit 2002 begonnen wurde, damals noch von der Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern. Die ist 2015 aufgelöst worden. Seitdem haben wir im BBK diesen Prozess übernommen und bereits 3 Sichtungskonsensuskonferenzen zum Thema abgehalten, deren Ergebnisse auch auf der BBK-Homepage nachzulesen sind. Betreuungssichtung. Betreuung heißt eine Sorge, eine Betreuung, ein sich kümmern um Betroffene aus einem Schadensereignis, die aber nicht verletzt sind. Insofern kann hier der Begriff aus Sicht des BBKs, kann hier der Begriff der Sichtung gar nicht greifen, weil die Sichtung beschreibt oder beinhaltet das Eingruppieren in Dringlichkeitskategorien, nach denen die Patienten behandelt werden müssen. Zu Betreuende, Betroffene, müssen nicht behandelt werden, sie müssen betreut werden. Deswegen, wie gesagt, passt der Begriff der Sichtung hier nicht. Wir haben in der letzten Sichtungskonsensuskonferenz für diesen Fall den Begriff der Betreuungsbedarfserhebung konsentiert. Und ich gehe davon aus, aber da möchte ich meinem Nachbarreferat nicht vorgreifen, dass in dem Bereich in den nächsten Jahren auch noch daran gearbeitet wird, wie man die Dringlichkeit in zu betreuenden Patienten noch weiter herausstellen kann. Aber wie gesagt, zur Sichtung gehört es aus unserer Sicht nicht. Ja, dann würde ich in dem Fall empfehlen, wirklich auch mal auf der Website nach diesem Konsensusprozess zu suchen, sich da irgendwie noch mal reinzulesen und auch unsere Website aufmerksam weiterzuverfolgen, weil wenn es da Neues gibt, egal ob aus Ihrem Referat oder aus dem anderen Referat, dann werden wir es da auch wieder veröffentlichen. Mhm. Gut, dann keine weiteren Zuschauerfragen. Ihre Fragen, selbst wenn Sie sie nachher noch reinstellen, werden wir auf jeden Fall auch beantworten, im Nachgang gern auch schriftlich. Von daher gesehen ist da nichts verloren, auch wenn ich es jetzt vielleicht noch nicht aufgegriffen habe oder noch nicht erfahren habe. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich irgendwie für die Ausführungen, wünsche auch noch alles Gute, auch für den Prozess, freue mich dann auch irgendwie auf das Handbuch und ja, dann danke, dass Sie da waren.